Hey Leute, willkommen zurück zum Bro of Halo 2 Anniversary mit Sonny. Ja, heute hören wir jetzt, glaube ich, am Anfang mal jemanden zu, der ein bisschen nicht so deutlich alles ausspricht. Auch eine neue Figur hier, die gab es vorher nicht. Halo 1. Was ist das? Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon. Töte mich oder lass mich frei, Parasit. Aber langweil mich nicht mit Geschwätz. Es wurde viel gesagt. Ich habe zugehört. Durch Fels, Metall und Zeit. Jetzt spreche ich. Und Sie werden zuhören. Hallo. Ich bin 2401 Penitent Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung 05. Und ich bin der Prophet des Bedauerns. Höchster Rat. Hierarch der Allianz! Ein Reclaimer? Hier? Endlich! Wir haben viel zu tun. Diese Einrichtung muss aktiviert werden, damit wir den Ausbruch kontrollieren. Bleibt, wo ihr seid! Solange ich predige, wird hier gar nichts getan! Falsch. Diese Anlage hält einen Rekord von 1,2 Trillionen simulierten und einem echten Zugriff. Sie ist auf Abruf feuerbereit. Von allen Dingen, die uns unsere Herren hinterlassen haben. Ist nicht so wertlos wie diese Orakel. Sie wissen nichts von der großen Reise. Und Sie wissen nichts über Eindämmung. Sie haben sogar die grundlegendsten Regeln und Prozeduren missachtet. Seine Eindämmung. Und seine große Reise sind ein und dasselbe. Eure Propheten haben die Flucht vor dem sicheren Untergang versprochen. Aber auf diesem Ring findet ihr keine Erlösung. Wer diesen Ort baute, wusste genau, was er tat. Fehleinschätzung ihrer Absichten führt nur zum erneuten Untergang. Das Ding hat recht. Halo ist eine Waffe. Ihre Propheten machen einen großen Fehler. Ihre Dummheit hat bereits einen der heiligen Ringe zerstört, Dämon. Das passiert nicht nochmal. Die Wahrheit nicht hören wollen. Zeige ich sie. Es kann verhindert werden, dass der Schlüssel gedreht wird. Wenn man ihn hat, sie werden an einer Stelle suchen. Sie an einer anderen. Das Schicksal machte uns zu Feinden. Dieser Ring zu Brüdern. Ich habe jetzt quasi an dem Fernseher geklebt und nur ein Drittel von dem verstanden, was der gesagt hat. Ich wusste, was er sagt, deswegen habe ich es verstanden. Also ich wusste genau, welche Wörter er wählt, deswegen. Aber geil, wie er gesagt hat, diese Eindämmung, und dann hat er sich erstmal geschüttelt. So. Wir sind alle von uns zutiefst betroffen. Die Freisetzung des Parasiten war unerwartet, unglücklich, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Tatsächlich ist das Grund zur Freude. Ein Moment, den die ganze Allianz feiern sollte. Denn das heilige Symbol ist gefunden. Mit ihm ist der Weg frei. Unser Eintritt in die Göttlichkeit garantiert. Die große Reise naht und nichts, nicht einmal die Flagge, kann sie verhindern. Drei, zwei, eins. Tötet den Dämon! Der Feind meines Feindes oder so? Ja. So, schwierigste Mission des ganzen Spiels. Nadelwerfer. Ja, Nadelwerfer gegen diese Roots und sowas. Die absolute Hölle. Je schneller man diese Roots umlegt, vor allem, wenn die dann so in Akku sind.
Wie das? Danke. Ja. Ich wollte gerade sprinten. Die hatten hier die rote. Mhm. Die ist ziemlich gut. Gerade gegen diese Grunts. Mein Triggerfinger auch. Ich hätte lieber ein MG. Das ist mein MG. Weil das kann man auch doppelt. Also du kannst die Waffen doppelt halten, weißt du? Wenn du links und rechts eins hast. Ja, ja, klar. Achso, und jetzt kommen ziemlich viele Wellen. Und allein dieser Anfang macht diese Mission mit zur schwersten. Auch im ganzen Speedrun der Halo-Geschichte ist das, glaube ich, eine der gefürchtetsten. Die kommen so durch die Türen und auch von den Dächern teilweise. Hinter mir? Jetzt fast gekommen. Okay. Haben Sie dran? Kein Kontrollpunkt? Doch. Oh, da hinten diesmal. Zufällige Spawns. Oder zwei Spawns. Okay. Sind es zwei Spawns? Also ich bin. Dachte, ich wurde jetzt tatsächlich von hinten. Ja, ja, die sind Spawns. Hinten vorne. Wir müssen uns jetzt für eine Richtung entscheiden, wo wir hingehen. Ich gehe jetzt. Wo bist du denn? Hier. Ja, ich gehe jetzt dahin irgendwie, dass wir eine Gruppe ausschalten möglichst. Also die Effekte sind ja so hart unterschiedlich. Ich habe ja gerade ein bisschen Halo 1 von uns zugeguckt und jetzt die Effekte hier sind ja. Mein ganzer Bildschirm ist grün. Das juckt den auch nicht, ne? Nö, das interessiert den. Vielleicht sollte ich doch Nadel werfen, das Problem. Uiuiui. Und er hat danach sich noch so auf die Brust gehauen. Ja, eigentlich ist es okay, solange bin ich wirklich schockt. Oh, er hat, so wie er mich geboxt hat, hat er dich auch gerade geboxt. Wie viel der aushält, ey. Ja, wir haben halt absolute Kackwaffen. So. Hier ist möglichst die Grunts ausschalten und erstmal nur ein bisschen chillen oder so. Stinken. Achtung, nach hinten ist noch so einer. Mhm. Ich würde gerne diese. Weil wenn du 2 hast, dann ist es ganz okay sogar. Oh, so, du bist mir genau durchgerannt. Ja, kann ich. Mensch. Er lebt immer noch! Okay, also mit 2 so Brute-Plasma-Gewehren geht's einigermaßen. Die kommen hier. Mhm. Der Nadelwerfer? Oh, beide. Beide, beide da und bei. Oh. Ja. Oh. Wie gesagt, wenn wir die Stelle haben. Einer ist. Ja, ich bin zurückgesprungen, ich depp. Oh, ich denke, ich gehe jetzt ein bisschen zurück in Sicherheit. Weißt du? Nicht ganz. Ja, du hast Plasma-Granaten. Du bist jetzt quasi MVP. Okay, ich habe einen Nadelwerfer als zweite Waffe. Fühlt sich halt irgendwie nicht richtig an. Nee. Ich habe mich bisschen getroffen. Ja. Aber ich habe schon, ich weiß, dass ich einen Nadelwerfer als zweite Waffe habe. Das heißt, ich versuche gleich. Gut. Ist. Okay, okay, erstmal chillen. Oh! Was? Problem ist diese Nadeln, die um die Ecke gehen. Mhm. Wie gesagt, ne? Nadelwerfer ist. Ich brauche einen zweiten Nadelwerfer, glaube ich, weißt du? Dass ich doppelte Feuerrate habe. Ich muss jetzt erstmal wegrennen und dir den überlassen. Alles andere ist Quatsch. Schade. Das ist vorbei. Boom. Ich bin mit 3 Schüssen aus dieser Waffe tot. Treffer. Ui. Das ist total fair. Mhm. Lauf doch weiter, was ist mit dir? Nadeln.
Kriegst du den jetzt eigentlich... Okay, wir sind mal hier eins vorher. Vielleicht gar nicht so schlecht. Lass mal hier warten. Dieses sind Timer, genau. Kontrollpunkt. Okay. Direkt bei dir. Sollte eigentlich explodieren. Irgendwas dort sollte explodieren. Nicht? Okay. Das interessiert ja einfach gar keinen. Ich hab übrigens jetzt auch keine Granaten. Ist okay. Ich habe einen Nadelwerfer und schieße ihn die ganze Zeit in den Rücken. Hm. Okay. Ich glaube, du bist früh um die Ecke, kann das sein? Kein Schild wieder. Das Timing ist ja deutlich unterschiedlich zu Halo 1. Bis man ein Schild wieder hat. Kommt. Ja, explodiert. Grunt, zwei Stück. Nee. Oh je. Okay, ich brauche Nadelwerfer-Muni. Noch hinter dem. Und der hat auch welchen. Okay, hab. Ja, Kontrollpunkt neu. Ah! Ja, okay, ich weiß, warum der ist. Aber ich habe wenn ich sterbe, ich habe eine Plasmagranate. Ich habe eine Plasmagranate. Kann ich direkt an ihn dran machen. Hä? Diese, also, Granaten sind auf der... Ich hab dich getroffen! Auch schön. Okay, okay. Umdrehen. Ich sehe den nicht. Solange der nicht wirklich trifft selber. Hinten. Finger sind im Weg. Geh mal weg. Okay, super, super, sehr gut. Ich brauch die Muni. Wieder weg. Wieder. Der Captain hat ein Blutgewehr! Ja, also. Okay, ist natürlich hinderlich, dass wir hier sind. Jetzt stehen wir hier halt richtig schlecht. Kann man. Okay, der Stelle? Nee. Okay, eine andere Stelle. Also die erste Welle ist. Weiß nicht, geschafft? Oder? Okay, das ist die zweite Welle. Und wenn wir die geschafft haben, müssen wir dann nach hinten. Ich leuchte blau. Müssen wir dann halt nach hinten gehen. Ne, jetzt wieder hier. Okay, ist doch zufällig, ich sag's doch. Ich hab zumindest den zweiten Blut, habe ich schon. Sehr gut. Der erste ist auch. Okay. Die Blut, der letzte Welle der Blut natürlich. Dann lass schon mal mit hier hintergehen. Da links ist ein Grunt. Danke. Zwei Plasmagranaten. Ich habe vier Plasmagranaten. Kontrollpunkt. Ich möchte jetzt einen Kontrollpunkt. Yes! Ach, kleine kommen auch. Schön. Ich weiß nicht, ob ich jemanden habe. Also ich glaube nicht. Ich wurde dafür geholt. Mit einer Entschuldigung. Wir gucken sie gerade noch an. Aber ja, wenn sie nicht direkt trifft, ne? Mich wundert halt, hinter dir ist ein Grunt. Was mich halt wundert ist, dass wir bis jetzt noch keinen Karabiner gekriegt haben, weil bei dem einen Durchlauf waren noch welche mit Karabiner, oder nicht? Ich glaube nicht. Rechts ist der Captain. Ein oder zwei Schuss von dem. Und wenn die, wenn zwei von denen sterben, wird er... Ja, Berserk. Wir haben Captain getroffen mit der Granate. Rechts noch Run. Zwei Brutes. Der müsste explodieren. Mhm. Letzter wird Berserk. Und ein Grunt noch dazu. Guter Sprung. Tot. Irgendwas ist hier noch. Ja. Eventuell oben auf dem Dach.
Hinten auf jeden Fall. Alter, da oben genau Karabiner, geh in Deckung. Zwei Karabiner-Typen, schnell in Deckung. Ja, nee, war schon zu spät. Genau, die springen dann auch runter. So viel zum Thema Karabiner. Wieder getroffen. Alter, ich bin übelst geil. Du bist der geile Typ, Mann. Komm, Granate. Geh ich gerne zurück. Ich muss heilen. Naja, die stehen gerade ziemlich gut. Ende explodiert das weiter auch. Ja, okay, jetzt zurück. Die sind jetzt oben auf dem Dach sozusagen. Ja. Der kommt runter bei dir. Explodiert, wenn du überlebst, geh mal nach rechts, da hinten, letztes hinten links. Ja, ja. Ein Karabiner ist richtig gut gegen die. Da kannst du nämlich der ihre Kopfplatte wegschießen und danach einen Kopfschuss machen. Ist er tot? Nein. Ja. Jetzt ist er tot. Geil! Kontrollpunkt, gib mir einen Kontrollpunkt. Yes! Yes! Jesus! Und das alleine. Nichts einfacher als das oder so. Noch? Jetzt wird es in Anführungszeichen einfacher durch den Karabiner. Granate. Ich gehe hier in Deckung. Lass mich. Ich bin schön durchgelaufen. Egal, der ist tot. Ich überlege, welche Waffe ich jetzt nehme. Wahrscheinlich lieber die. Obwohl, ich kämpfe nur gegen du. Später vielleicht Hunter. Nichts, was Schild hat. Ja, also ich nehme trotzdem doppelt die. Da komme ich. Ja. Er lebt noch? Kann ich nicht. Zu viel gesprungen. Ist ja nicht Unreal Tournament. Spawn doch. Jetzt ist mal hinter mir. Ich schieße sonst hin. Ja, Wartung. Die schießen sollen und keine Granaten werfen sollen. Karabiner ist besser als jede Granate. Ja, hinter dir kamen auch direkt welche. Ist Zufall, wirklich. Man kann, ich glaube, dieses, was die bei Speedruns machen, ist, du kannst quasi verhindern, dass sie spawnen, wo du bist oder irgendwas, wenn du speziell stehst. Es gibt genau einen Punkt, wo du alle Spawns quasi blockierst. Wenn du da genau stehst. Ein Grunt noch bei dir. Die anderen sind auch schon da. Oh, danke. Ein Grunt noch, glaube ich. Wenn du ihn nicht hast jetzt. Nee, ich denke nicht. Setzen Sie mich auf einer der Säulen daneben. Hier lag doch gerade. Ich glaube, es gibt noch andere schwere Stellen, aber das ist die Stelle sozusagen. Achso, gibt es hier noch Karabiner irgendwo? Ich habe jetzt auch erstmal für mich noch als Zweitwaffe. Ja, das ist gut. Also das. Später gibt es auch noch richtig schön Alien Sniper. Das macht auch Spaß. Hier, Cortana. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. You don't say. Ich kümmere mich um diese Tür. Wieso denn noch nicht? Los, Wahrheit, ich dachte, er ist unser Kumpel. Sein, wenn ich im Netz bleibe. An sich, jetzt, wenn man den Anfang hat, ist es eigentlich eine ziemlich coole Mission, muss ich sagen. Oh Gott. Sagte er. Vier. Der lebt immer noch. Ja. Vier Schläge. Nahkampf in diesem Spiel, ne? Also. Was ich gesehen habe, was wir in Halo 1, dass du einfach alles mit Nahkampf lösen kannst, weil das sind am Geschütz vorne welche, das ist das Problem. Oh fuck, wenn mich das nicht getötet hätte, wären es die zwei Granaten gewesen. Aber hey, ich habe deine 27 Ladung Karabiner mitgenommen. Nice. Okay, jetzt hier stehen Grunts direkt vorne und hinten, wie gesagt, das Geschütz. Uiuiui. Okay, ich habe das eine Geschütz, habe ich. Da hinten ist noch ein Brood. Alter, wo ist dein Kopf? Oh, der ist mad. Explodiere. Nee, das musst du auch nicht. Er muss auch nicht. Hm. Das wird lustig.
Hätte ich dir sagen sollen, dass da eine Granate war. Wäre schon ganz cool gewesen, ja. Ich hab's, ja, weiß nicht, ob es noch genügend. Egal. Also die werfen mir immer eine Granate in meine Ecke. Alles hört. Wieder eine bei mir, Granate. Jetzt der zweite Punkt, der steht da. Ist man nicht besser. Ja, weil der andere auch noch lebt. Oh. Was ist mit dir? Okay, Mann. Okay. Da ist er rechts. Wo ist dein Kopf? Puh. Ein Grunt noch hinten. Also noch nicht jubeln. Okay, irgendwo Muni in den, ne? Wahrscheinlich der Mao. Der nach vorne geflogen ist, weiß ich nicht. Oder ob der die ach so, hi. Vorher wegschmeißt. Okay, der ein zweiter wird Berserk. Ich bin immer an diesen Anime. Uff. Hallo Cortana, alles cool bei dir? Okay, zwei tot. Oh, glaube ich nicht die letzte. Ich glaube, da kommen mindestens welche vom Aufzug. Okay, da rechts sind unsere Schakalfreunde. FU, wirklich. Mal Aufzug. Die wollen Geschütze aufbauen. Eins ist aufgebaut, links. Okay, rechts ein Schakal. Links auch, direkt vor uns. Kannst du ihn von oben? Bluts wieder von. Uah. Drei Bluts, ein Captain. Captain, mein Captain. Ich muss hier so ein bisschen links, rechts, Peekaboo machen. Links, der ist der letzte, wird Akro. Okay. Kommst du dir hoch? Oder auch nicht? Zum G. Hatte der geboxt? Nee. Ich habe keinen Karabiner mehr. Ich würde dir ja gern. Danke. Meine Fresse. Blutgewehr und Karabiner sind eigentlich eine ziemlich nette Sache eigentlich. Aber. Na, wenn dann das Blutgewehr, das du mitnehmen kannst. Ich hab diesen. Alle die Spawn hätte ich was gesagt? Nee. Gut, Karabiner nehme ich dann irgendwann später auf. Man kann hier auch so seitlich runtersliden. Du musst nicht den Aufzug nehmen. Du kannst den Aufzug nehmen oder man kann halt hier so lang gehen quasi, wenn man das will. Da kann man nämlich die Spawns hier umgehen. Mhm. So was, weißt du? Du wirst halt einfach weggesniped. Ach! Wow. Das ist cool. Wir wollten das nochmal üben, ne? Danke für nichts spielen. Falls ich es noch nicht gesagt habe. Granate, noch eine Granate. Haben wir es jetzt? Granate links. Weiß nicht, ob ich den habe. Ich glaube, ich habe den Brute, den einen. Nee, noch nicht. Jetzt. Also. Also wenn die Brutes alle direkt auf einen zustimmen würden, würden sie immer gewinnen. Hm? Also. Du hast den rechten, dann mache ich Granate an den linken. Okay, Kontrollpunkt. Nur Blutgewehr, klar. Also nur Blut. Er ist Akro, tot. Dann haben wir jetzt die Schakale links, rechts und dann kommen die aus dem Aufzug demnächst. Links ist. Rechts ist. Ich hole gerade noch die vom Aufzug kommen. Ja. Hab's nicht hingekriegt. Ist. Und jetzt kommen die Brutes. Ich guck bei dir. Ich geh nicht so weit vor am besten. Ja. Dachte ich mir, dass du das triggern musst. Nee. Granate war zu weit. Alles Timing basiert, glaube ich. Also wenn du außen rum gehst. Oh. Wenn du außen rum gehst und runterspringst, kannst du das quasi umgehen. Ich werf die Karabiner hier ab. Danke sehr. Ich habe jetzt nur Jauche. Jetzt ist die Frage, ob man jetzt hier warten muss, bis die hochkommen auch. Ich kehre diesen Graflift um, versuchen Sie ihm den Weg abzuschneiden. Das ist ein toter Grunt.
Es ist sicher. Und hoffen. Okay, na dann, YOLO. Oder ich schieße alles daneben. Oh, okay. Der hat einen Sniper, der eine. Können wir. Hinter. Sonst wo gelandet wahrscheinlich. Yay! Ich bin mit einer Granate getötet oder so. Also, Sniper fliegt immer noch, sagst du? Also, ich habe das als Schwertersatz, weil keine Waffe. Kann ich. Macht mehr Nahkampfschaden wirklich. Die kann man so kriegen. Wenn man. Die, glaube ich. Man kann sie durchrennen lassen, dann kann man sie von hinten nehmen. Ja. Okay, okay, diesmal versuche ich es. Ich wäre noch aus dem. Ich wäre noch im Fahrstuhl, wäre ich noch gesniped. Ist das lächerlich? Diesmal nehme ich mir gleich. Bevor ich in eine Granate reinwerfe und nicht irgendwie überlebe. Ich hab nur Scheißwaffen, wirklich. Wenn ich so einen Triggerfinger wie du hätte, würde ich eine Plasmapistole nehmen. Okay. Oh ja, jetzt hast du mich nachgeladen. Jetzt kam. Wir warten das jetzt. Ah ja, jetzt kamen diese Jackals, ne? Die lassen wir mal kurz durchlaufen. Die verstärken ihre Patrouillen. Okay. Nein. Seine periphere Sicht ist over 9000. Ich kann nicht, ich hab kein Schild und nichts. Ich hab auch keine Waffe, die sich killt. Einer noch ist einer? Noch. Ja, ja, und dann kommt gleich links auch Brutes. Achtung. Na, da hab ich was vielleicht. Kontrollpunkt. Hinter uns noch einer. Und drei. Deswegen. Ich habe jetzt Sniper, aber da brauchen wir bei Brutes auch zwei Treffer. Hui, yeah. Der hat keinen Helm mehr auf, theoretisch. Der Dude. Muss auch näher ans Ding rangehen. Naja, ich habe hier den Kringel von dem Mikro da noch irgendwie im Bild. Wie ist jetzt? Das war ein Kopfschuss. Ganz hinten rechts dann. Mhm. Ich kann den nur im Rücken schießen jetzt. Okay, hinten links ist noch ein. Oh, da kommen welche durch. Ein Dude. Sehr schön. Sollte. Zwei. Mindestens zwei Grunts. Nein! Nicht so! Ach komm, ey! Als ob die noch an der Fußspitze hängen. Ach. Oh, hab ihn, hab ihn! Schon wieder. Sau. Die haben die doch ein bisschen was für mich, oder? Habt ihr was für mich? Einen Augenblick. Nein. Ach ja, die sehr hilfreichen Marines. Not. Ich habe mal einen. Oh, da ist ein Captain. Ein Durchlauf, den wirklich Sniper in die Hand gedrückt, allen. Das war sogar semi gut. Was? Oh, von rechts. Grunts. Noch einer? Oh ja, genau, deine Granate kannst du behalten. Eventuell noch ein Brute, aber auf jeden Fall ein Grunt noch. Da gibt's nicht so Dinge los. Uns. Wo kommt die denn jetzt? Keine Ahnung. Kontrollpunkt, okay. Ich hoffe ja, dass hier mal so ein Munitionscrate liegt von den. Hey. Danke für die Plasma-Granaten. Das ist echt das Beste, was man. Da hinten. Seh es doch. Yes! Jetzt bin ich zufrieden. Kommt von unten und oben und überhaupt. Und dann kommt aus irgendeinem Eingang kommt dann Bluts raus. Ja, da zum Beispiel. Fußspitze. Okay. Einen habe ich links. Der ist sogar noch normal Akku. Theoretisch müsste, genau, der ist auch noch okay drauf. Die Granate werfen sind nicht sehr gut wegzuschießen in der Zeit. Unten der ist Agro. Weiß nicht, ob der das ist Weg, dann der letzte dann wahrscheinlich. Weiß nicht, ob der einen Weg hat hochzukommen. Den Lift in der Mitte, wenn er schlau genug ist. Das ist ein Captain. Sieht erstmal nicht so aus. Oben kommt ein neuer. Mittig. Okay. Ja, sehe. Da sind noch Grunts dabei. Müsste. Ja, alle tot. Der unten halt noch. Ja, ja, der ist noch da.
sehe ihn noch auf dem Radar. Hello, friend. Hello, darkness, my old friend. Okay, kommt. Sauber. Hier würde Sniper liegen. Ja, gern. Hier gibt es ein ganz frisches aus dem Regal. Ach so, gut. Kannst du sogar auch mitnehmen. Ja, dann wahrscheinlich doch lieber so. Karabiner-Sniper. Genau, jetzt müssen wir hier den Aufzug runter. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Das sind Uhr. Tschüss. Okay, man kann... Okay, hier jetzt nicht. Bleibt man hier jetzt direkt? Nein. Aber man kann hier eine Granate abwerfen. Da kommt man dann nächste, wenn man hochgeht, wieder hin. Genau in die Ebene. Und hier sind erstmal alle nicht aggro. Die wissen nicht, dass wir kommen. Wenn wir Glück haben, entdeckt uns dieser Chakal dort hinten nicht sofort. Man kann dann hinten raus nämlich auch... Oh, ich bin ganz leise. Oh, Kacke. Was war denn? Na, wo wir runtergekommen sind, standen auch zwei Boots. Ach, das waren bestimmt die, die du gerade da High Five gegeben hast oder so. Kann das sein? Nee, die standen einfach mit da. Also wenn, so, genau, wenn wir runterkommen, die wir, hier links. Genau, die müssen wir... Ach, das ist ja klar. Okay, wir müssen nicht gleichzeitig wahrscheinlich. Ja, okay. Du rechts, ich links. Mhm. 3, 2, 1. Und jetzt die Schakale. Der ist sogar noch... Doch, okay, ich bin da. Jede Menge Grunts und Zeug. Mhm. Alles gut? Ja. Oder braucht dein Land dich oder so. die kommen jetzt auch durch die Aufzüge hoch, wollte ich gerade sagen. Hallo, hallo, hallo? Ja. Ach, ja, ja. Hallo? Einfach lächerlich, also es tut mir leid. Okay, 3, 2, 1. Ja, und sind schon direkt. Aggro. Die Frage, ob wir in der Mitte stehen, sinnvoll ist eventuell. Tschüss. Nee, nicht. Wenn man da Deckung hat, weißt du? 1, 2, 3. Das war schön synchron. Ach ja, genau! Die haben auch synchron Granaten gezündet, ey. Mann. Oh, Alter. Oh. Ich musste jetzt hier rüberspringen. Ich hätte Granate so... direkt. Ich musste rüberspringen, es waren zu viele Granaten dort. 3, 2, 1. Okay, jetzt ein Akku. Also ich würde gerne hier so stehen. Ja, gute Idee. Die kommen durch die Aufzüge dort. Und halt, haben wir festgestellt, durch die Türen. Mitte. Bäh. Arsch. Bäh. Eine Millisekunde zu eh raus, zu früh rausgeguckt. Dummer Fehler. 3, 2, 1. Die sind noch nicht mal richtig wach, ja? Die schlafen mit einer Granate unter dem Kopfkissen oder was? So ungefähr. Das ist euer Problem. Noch mehr Granaten kommen. Granaten. Unten sind Schakale und oben sind... Schakale kommen gleich durch den Aufzug hoch. Ich hoffe, ich erwische die. Die wollen gerade hochkommen. Ich habe irgendwie gut gehört. Ja. Komm, rechts. Kein Helm mehr. Einfach mal eine Granate geschossen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. So. Zwei ist noch. Der eine ist jetzt aggro. Den halt nicht. Tot. Ah, oh, der Chakale. Okay, der ist nicht tot. Er kommt. Quick gestolpert. Okay, guter Kontrollpunkt wenigstens. Wenn es überhaupt einen, kann man auch sagen. Wenn er gut war, weiß ich nicht. Alter, warum schmeiß ich überhaupt Granaten? Die nicht treffen, ne? Dann kannst du die auch sein lassen. Die haben irgendwie minus 1 Sprengradius gegen den Gegner. Schakale, ich sag's dir, mein Freund.
Hey, da kommt ein Blut auch aus dem Lift gerade raus. Der ist Akku, der eine? Ja. Geht noch? Ich weiß wieder, was da die Taktik war. Wenn er auf dich zugerannt kommt, spring über ihn drüber. Hinter uns! Granate! Hinter uns? Noch nichts unter gesehen. Uns wahrscheinlich. Ja. Ja. What, Captain? Was ist mit dir? Danke. Captain ist tot. Danke. Noch ein Schakal? Also, es gibt zwei oder drei Räume, wo man rein muss, um Marines zu retten. Ich habe aktiv eigentlich nur die Sniper. Ja, ich guck mal, ich muss manchmal um diese Dinger auch rundherum gucken. Aber hier jetzt nicht, glaube ich, auf den niedrigeren Etagen. Ich glaube, die, wo es leuchtet, geht es runter. Achso, okay, hier ist sie. Cortana. Sniper hast du, ne? Ja. Eventuell stehen hinten zwei Brutes unachtsam. Hat noch ein Knie getroffen. Und das ist ein Sniper oder hast du mich getroffen? Das weiß ich nicht. Kann sein, aber ist halt auch wieder. Ne, der Kollege hinten hat dich getroffen mit dem Brute-Gewehr. Ah! Ich bin nämlich auch instant einfach nach hinten geflogen. Ach, guck mal, hier war ich gerade despawned, hat er mich. Muss sein. Also, wenn du Sniper hast, wenn wir beide auf seinen Kopf schießen, müsst ihr umkippen. Ja, gut, dann machen wir hinten erst den. Danach können wir auch erstmal die Tür wieder zumachen, quasi. Und. Ja. Und dann haben wir nämlich erstmal ein bisschen Ruhe hier. Können kurz mal chillaxen. Und jetzt noch ein Schakal. Gut. Wie viel Sniper-Muni hast du noch? 88. Okay, weil ich habe gerade überlegt, ob ich dann so das wechsle, mache ich vielleicht auch. Weil die können kein Blutgewehr halten, aber ein Sniper. Hey, hey, you! Verstanden. Nimmst du das und ich nehme das Blutgewehr und wenn ich nochmal einen Sniper finde, kriegst du das. Also könnt ihr einem nämlich auch ein bisschen helfen. Oben? Wenn sie denn mitkommen. Oder? Die kommen gleich mit. Ich weiß nicht, ob da nochmal Gegner spawnen ist. Gerade. Oh, hinter dir. Oder unter uns ist das, okay. Okay, untere Ebene. Brauchst du noch Karabiner? Ja, nehme ich mir gleich. Ich bin nur noch gerade hier. Du kannst es auch dem geben. Das ist ja auch okay. Ich muss noch gerade hier diesen Lift bewachen. So wow. Gut, dass ich bei dir geguckt habe. Wir werfen Granaten von unten. Von unten bis ganz hoch. Das ist sportlich. Der eine Blut ist tot. Oh, schön, getroffen. Nicht schlecht. Der eine ist Akku, kann das sein? Ja. Dann weiß ich, wo er rauskommt. Na komm, hoch. Kein Helm mehr, theoretisch. Boom! Du hast was von Karabinermuni erzählt. Bei mir hinten links. Okay. Aber da gäb's doch vorher den halb leeren Karabiner noch unseren Kumpel. Hey, weißt du was? Okay, ist mir offen. Okay, zur untersten Ebene. Das sind auch nochmal zwei Marines. Also wenn man die richtig gut ausrüstet, also aber die bleiben nur in der Ebene hier. Ich muss schon sagen, ich freue mich sehr auf Halo 3. Auf jeden? Alter, da kannst du mal wieder in Nahkampf gehen. Ich sehe eine Menge Brute-Gewehr, was kein Mensch braucht. Kontrollpunkt übrigens. Ich habe keinen Sniper. Es gab, wenn ich mich recht entsinne, komm, wir machen mir die Tür auf und ein Brute, also bei mir ist es. Ja, ich guck bloß gerade nochmal. Ne, die habe ich schon durchgeguckt. Ah, okay. Wir machen die Tür auf und ein Brute steht mit dem Rücken zu uns. Und hinten steht, da kommt aber einer auf uns zu. Also wenn ich schnell bin, kann ich ihn. Hier alle. Geil, hab ich es richtig in Erinnerung gehabt. Und der hatte Karabiner auch. Oder ist das leer? Ach nee, das nimmt wahrscheinlich ein Marine jetzt auf. Das ist Karabiner.
Weil den konnte ich nicht aufnehmen. Ja, super. Jetzt haben wir einen mit Sniper und zwei mit Karabiner. Ja, ist das noch okay. Und jetzt müssen wir wieder hoch. Natürlich auch mit Gegenwind. Achso, über uns. Ich versuche mal, wir hatten gerade einen Kontrollpunkt. Ich versuche einfach mal schnell hochzukommen. Ich gucke mal, was geht. Die sind ganz oben. Okay, also die kommen quasi jetzt dann. Entweder schießen die uns von oben weg oder die kommen durch den Lift runter. Durch den Lift. Und da war das Pultgewehr ziemlich gut. Noch? Alter, wir haben Freunde mit allem, ja? Und. Hui! Die Explosion hat die Granate über meinen Kopf geschossen, ey. Glück gehabt. Ja, okay, noch mehr aus dem Lift. Ja. Die Frage, gehen wir hoch? Ja, komm. Challenge. Ja, die kommen alle durch den Lift rein. Wenn du eine mittig. Granate hast. Ja. Oder, nee, die kommen jetzt gerade erst an. Das sind erstmal nur Jackals. Später dann noch ein Jackal ist schon weg. Ja. Hast du? Nee. Okay. Wo die werfen, finde ich sie runter, kommen schon Granaten. Oder war das eine von dir? Nee. War Gegner. So, Marines, zeigt mal, was ihr könnt. Danach seid ihr eh weg, nach dieser Stelle. Von wo? Von wo? Der Lift ist gesichert, springen Sie rein. Egal, wir sind an der Stelle, die kommen jetzt alle durch den Lift. Hi. Hallo. Tag. Geht es Ihnen? Gut. Zugriff. Durch den Lift jetzt. Man kann sie, wenn sie von oben runterkommen, theoretisch. Komm schon. Hallo? Jetzt. So ein Grunt. Okay, ich muss leider nachladen. Das sind nur Grunts. Schakal, jetzt kommt ein Dicker. Der wirft eine Granate schon nach unten zu dir. Und noch einer. Der erste dürfte tot sein. Der zweite hat nicht mehr viel. Ich habe auch keinen Karabiner mehr. Ich habe keinen Winkel. Der steht schön in der Mitte. Nett, tot. Okay, jetzt brauche ich irgendwie Karabiner. Zur Not von einem Marine. Der Lift ist gesichert, springen Sie rein. Ich möchte jetzt noch nicht rein. Warte, warte. Gib mir mal die Waffe. Gib mir mal. Hallo? Hallo? Die ist leer. Scheiße. No! Hier ist ja noch einer. Gut, wir kommen jetzt aus einer Ebene raus. Da liegt direkt ein Schwert. Das werde ich einfach nehmen. Habe ich Blutgewehr und Schwert. Du änderst dich die Ebene, wo du gerade High Five gegeben hast. Hier. Und da liegt auch. Ach, die sind sogar noch da. Und hier liegt noch Karabiner. Nice. Ich dachte, die wären jetzt weg. Vielleicht waren sie sonst einfach immer schon tot. Vielleicht könnte das der Fall gewesen sein. Die kommen jetzt genau hier. Oh, Eliten. Eliten. Okay, die gibt's noch. Und, oh ja, scheiße. Pfui. Du sagst es. Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Leute mit. Kann ich jetzt nur einen auch nehmen? Tartarus und seine Brutes haben dir vielleicht das Symbol Gut, ich habe jetzt noch mehr Leute mit Karabiner ausgerüstet. Ja, nee, einen habe ich über den Haufen geschossen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir haben zwei mit Karabiner, glaube ich, und einen mit Sniper noch. Und der geht. Okay. You got it. Es sollte eigentlich alles dort tot sein. Ich würde nochmal kurz runter gucken wegen Muni oder irgendwas, aber ich glaube. Nee. Gut, ich komme. Uff! Hier lag Sniper. Was? Ach so. Ja, klar. Flügelfischer. Ja, und da sind halt die Freunde so wichtig mit dem Sniper. Weil die unendlich Muni haben. Hast du einen Zaubertrank oder was? Ein Blut? Hast einer du einen Zaubertrank getrunken oder was? Von was soll ich noch? Gut. Genauso, G. Ja! Ja! Yeah. Kommen vielleicht durchs Tor welche gelaufen, weil das oft so ist. Okay. Du warst ein bisschen übereifrig. Ich habe gedacht, mein Schwert regelt, aber. Nicht gegen die Flugviecher.
Verstecken regelt. Ja, die Freunde machen es schon. Und ich könnte einen sogar noch einen Sniper geben, aber das wäre jetzt mit Aufwand verbunden. Ah, rechts noch eine Elite. Komm, Kontrollpunkt, gib mir einen Kontrollpunkt. Egal. Also ich habe, jetzt wo ich weiß, dass sie kommen, habe ich mich erinnert, dass Blutgewehr ziemlich gut ist. Zum Allgemeinen. Ja. Oh Mann, das sind noch mehr! Ich stelle mal einen Antrag auf Zuhörende oder so. Hey, wann fängst du an zu kämpfen, Narbengesicht? Heiliger, und das ist einfach nur ein dummer Marine, weißt du, den guckst du nicht mehr an, der fällt um. Ja, es sind aber immer so die größte Fresse haben. Ja, wie so kleine Hunde, die ihre Größe nicht einschätzen können. So, jetzt aber direkt Blutgewehr. Einer noch? Ja, richtig, Blutgewehr war da ziemlich gut. Hier ist ein toter Jäger. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Unsere Leben in Gefahr. Sniper. Für den Fall der Fälle. Ja, Sniper-Freund sagt nein. Ach, die kämpfen Gegner da hinten. You got this. Du behütest uns im Glauben, Yeet. Während wir den Pfad finden. Nice. Oh. Rein eingewischt. Ausgewischt rein. Ich würde sagen. Gut. Da waren wir ziemlich schnell. Zwei Jackal. Null Jackal. Ich hätte gerne Munition. Kontrolle. Wäre Karabiner-Muni? Hast du Karabiner noch? Yes, Sir. Hier. Zwei. Egal, das sind zwei tote Grunts im Zweifelsfall. Kontrollpunkt. Nochmal so ein Gang. Jäger. Wir haben nichts Gutes gegen Jäger. Wir können die jetzt nicht mehr einfach hinten mit Dings erwischen. Ich glaube, der eine hat den anderen gerade so ein bisschen. Ja. Okay, der hat jetzt vier Granaten gefressen. Wir leben unsere Sniper-Leute noch. Die sind nämlich sehr hilfreich. Einer weg. Zweiter weg. Ich habe, lass mich mal zählen, sieben Schuss. Und zwei Granaten. Okay. Hinten sind Sniper. Ja. Okay. Du kümmerst dich um die Sniper hinten, ich um die... Ach, okay. Wir kümmern uns um die Jäger. Und dann wäre es gut, wenn du die Sniper nimmst quasi. Und ich die vor uns direkt. Geh doch weg. Hier, Leute, Freunde, euer Auftrag. Hier. Das ist meine letzte Schüsse. Ein Schuss, das war's, Ende. Oh, hier gab's. Das war Bienenmunition. Das ist natürlich groß. Ring around the roses, pocket full of ponies. Du bist doch, Alter. Madman, wirklich. Das wird ihn halt einfach nicht schießen. Ja, vor allen Dingen unsere Freunde. Jetzt führen die Brutes mit meinem Segen unsere Flotten an. Sie bitten um eure ich habe. Doch, ich habe Plasma, bis Granate. Rechts müssen nochmal zwei liegen. Nee, okay. Du versuchst hier hinten zu erwischen. Ja. Ah, du hast keinen Sniper, ne? Mhm. Dann mache ich mit. Einer hinten habe ich einen. Wow. Ja. Ach, da oben. Okay. Aber ne. Was ist mit ihm? Schön Techno auf dem Ohren. Und immer wieder diese schöne Stelle hier. Eins daneben, zwei daneben, drei offen. Er sieht stark aus. Er sieht stark, ja. Die stehen da irgendwie so, dass man sie nicht von hinten erwischen kann. Ich hab den ganzen. Schön. Hochgeschwindigkeits-Salto. Daneben. Ja. Einer ganz schön gefressen kann.
Ja, der Idiot mit der Sniper stellt sich halt hinten in die Mitte und sagt, ey, ich muss mich... Einer ist tot, einer ist tot. Yes, ja. Baby, komm. Ah, das waren einige Treffer im Rücken. Warum so schüchtern? Wieder diese... Ja, ich hätte jetzt eigentlich gerne jetzt mal noch einen Trollpunkt vor mir da einrennen und sterben. Schön, aber gibt uns nicht. Geradeaus ist ein Sniper, ja, rechts ist ein Sniper und eventuell links. Ganz rechts ist. Mitte noch nicht. Mitte habe ich noch nicht. Immer noch nicht. Aber jetzt musst du jetzt erstmal den Blut. Mitte rechts. Und den hinten links kriege ich halt nicht. Mitte rechts war tot. Naja, schön. Schön, ja. Ja, man beschäftigt sich ja gerne mal mit einer Verhandlung. Also, ist schon eine faire Stelle, einen immer wieder hier davor zu setzen. Finde ich schon in Ordnung. Wir haben hier... Okay, wir haben hier Kai und dann auch schön reingeteamt. Wahnsinn. Diese KI. Kannst du dich mal umdrehen? Wen ist er denn? Dich. Jetzt auf mich. Okay, also Mitte, hinten, hinten, links sind jeweils Sniper. Naja, also wie auf der rechten Seite halt, rechts direkt vorne und rechts hinten. Und dann rechts halt ganz weit hinten, links ganz weit hinten steht. Ach, der hat mich vor uns erwischt. Okay, na, das wird natürlich eklig. Oh, rechts hinten. Vorne wird... Okay, hinten, also Mitte, hinten habe ich. Schwerttyp? Ja, ja, ja. Gut. Gut. Bevor du jetzt rausguckst, hast du den rechts? Nein. Kontrollpunkt. Okay. Der muss ganz rechts, siehst du das? Neben dem, ja. Und. Jo! Grunt, ich würde jetzt mal versuchen, mir hinten links zu kriegen. Da. Ist. Okay, jetzt da hinten rechts noch, ne? Nee, der hinten rechts. Nur Elite! Mit Granate. Okay. Okay, ich geh mal rein. Ja. Der Sniper rechts ist auch weg. Okay, liegt jede Menge Muni so auf dem Weg. Also ruhig ein bisschen mal ein bisschen gucken. Liegt zum Beispiel nochmal Sniper, ich weiß nicht. Lieber Sniper als Schwert. Ich Sniper nehmen, ja. Gerade hier werden wir jetzt hinten doch noch. Ja genau, das sind Fliegeviecher. Ja, ja. Und Hunter unten nochmal. Hunter gegen Fliegeviecher, wer gewinnt? Wir nehmen ihre Wetten jetzt entgegen. Noch? Müssen doch immer zwei sein, oder nicht? Ja, dachte ich. Boah! Wo? Link, ganz links vorn. Links vorn? Wo bist du? Ah, okay, da. Hm, verstanden. Da gehe ich jetzt hin. Sehe ich nicht. Ach, schönes Sicht, ey. Okay, den hätte ich sonst. Okay, hm? Krieg ich von meiner. Okay, wenigstens hier hat der Kontrollpunkt an mich. Rechts oben ist tot. Okay, ist theoretisch nur noch ein Schwertelite hier, wenn überhaupt. Ich hatte auch linker Sniper ist tot. Gut, linker Sniper ist tot. Ja. Nice. Ist nach wie vor das dümmste in diesem Spiel, muss ich wirklich sagen. One-Hit-Sniper? Ja. Gibt's bei Halo 3 aber auch noch. Weil, also, wenn es immer Kopfschüsse sind und so, Elite links. Hunter ist auch noch da. Der ist irgendwie hochgekommen, da weiß nicht. Wohin heute? In der Luft mittig. Bin jetzt auf den Weg gekommen. Oh oh. Schade, es brennt. Wow! Gut. Na ja, noch eine Elite. Getroffen am Bein. Ja, lass mich in Ruhe. In der Mitte war einer, der so fliegen kann. Wie. Jetpack, du. Ja, ja, ja. Oh ja, sehen. Der hat doppel. Lass mal, da muss man echt aufpassen. Hat kein Schild mehr? Doch. Okay. Bin einfach zu schlecht gerade, muss ich sagen. Okay. Ich glaube, wir können mal einmal kurz durchatmen. Jetzt in der Mitte geht's. Da noch einer! Wusste doch, dass ich einen
Schatten gesehen habe. Lebt er noch? Ja, mittig immer noch. Du kannst fliegen, Dude. Ich habe nur so ein, ich habe einen Schatten da so gesehen, der sich bewegt und dachte mir, Moment, das Spiel hat doch keine Schatten für so, für sowas hier. Kann ich die töten? Switch. Achso, der ist tot oder was? Ja, ist alle. Okay, ich habe jetzt auch noch die Vögel. Noch vielleicht die sich in Schakal verwandeln oder so. Don't call Peter, please. Okay, jede Menge Karten. Ich bin nicht in der Nähe. Alles ist total noch im Runde. Wenigstens einer. Ja, du musst geradeaus dann den Gang rechts hochgehen. Wo bist du? Ja, okay. Da. Und dann am Ende des Ganges links halten. Man kann hier auch. Ist das hier? Da kann man, ohne die Tür zu öffnen, quasi ins nächste Areal gehen. Aber müssen wir jetzt nicht. Das ist nur so ein. Dann gehst du halt, dass sie dich so sehen direkt, da kannst du die von oben holen. Moment, die Tür geht jetzt gleich auf, kommt Zeug raus, oder? War das der? Ich schätze mal wieder. Wenn es immer so ist. Okay, auch hier gibt es eine Möglichkeit, dass du nicht den Lift nimmst. Weil da Gegner spawnen. Du kannst theoretisch hier, glaube ich, irgendwie hochgehen, aber was soll's. Ja. Na, da gegenüber mache ich dann auch was Cooles, weil das ist echt fetzig. Jetzt kommen erstmal links und rechts Gegner eventuell. Oder ja. Aus diesem Gang. Runs links, Eliten links, Sniper. Mitte. Cool. Na, hier so, genau, ich wusste doch. Okay. Geschöpfe der Allianz. Weil dieser Weg einfach durch die Mitte dann hinten, also wenn man einfach, sagen wir mal, zu Fußweg geht unten, kann man so ein bisschen coole Sachen machen. Dann kümmere ich mich um diesen Schakal-Bastard. Vielleicht sind es auch zwei. Okay. Mein habe ich. Links. Okay, das sind nur einer. Nee. Gut, rechts. Einer. Und achso, einer hat mich geboxt. Okay, Locken haben. Eine Elite noch. Jetzt die Bluts. Einer links, einer rechts wahrscheinlich. Ja, ich hab den linken. Rechts hab ich. Links ist tot. Gut, jetzt kannst du nämlich hier hochhüpfen. Hier hoch. Hier mit dem Ducksprung. Also, und hier hoch. Dann bist du hier. Und dann kannst du von hier alles so. Und praktisch. Also, man ist natürlich trotzdem auf dem Servierteller, aber. Man sieht halt alles, weißt du? Man kann auch hier quasi auch die Gegner umgehen. Die kämpfen die ganze Zeit gegen sich selber und nur sagst so, lalala, ich bin hier oben. Und dadurch, dass man nicht mal irgendwie einen Granatensprung braucht, ist das sowas, was ich auch gerne nutze. Also, weil das so, wie sag mal, reproduzierbar ist. Ja, es ist halt nicht so ein mega Glitch, wo man denkt, du machst jetzt das Spiel kaputt damit, so, weißt du? Ja, du kannst halt hochspringen. Ganz normal. Ein bisschen wie bei Outskirts hier am Anfang, wo du dann auch überall hin kannst. Okay, okay. Hm? Nicht nachgedacht. Schon im nächsten Gebiet. Ja, nicht wie bei dem Außenbezirke, wo du quasi das halbe Level oder das ganze Level quasi überspringst. Das finde ich ja wieder lame. Hier tötest du ja trotzdem alle Gegner. Guck mal, da kommt ein Flieger. Ja, helf, kann ich dir halt nicht helfen. Nee, alles gut. Ich will gerade keine Hilfe. Ich wollte nur sagen, dass man die von hier schon sieht. Ist cool. Nice. Oh. Im Lift kam einer lang. Ich glaube, das sind aber Leute, die es gegenseitig bekämpfen lassen. Ja, so ein bisschen zumindest. Das ist ein Grunt am Geschütz. Den wollte ich mal leben lassen. Okay. ein Akro-Brut. Ja, und hat auch. Ja. Vor allem auch noch Elite, jawohl. Das ist geil, wie das Schwert-Elite gegen den Nahkampf-Brut.
sich gegenseitig so eins mitgegeben haben. Voll gut. Ja, ich gehe hier oben lang, ne? Dü-dü-dü. Hinten, es kommen nämlich auch welche aus der Tür raus, wenn du den Lift nimmst. Ich weiß nicht, ob die auch rauskommen, wenn ich so gehe. Und hier endet das dann halt. Hier geht es dann an eine große lila Wand. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Oh nein, ist das die Stelle, die ich denke, oder ist die erst in Halo 3? Was sagen sie heute? Was? Wo ist denn eigentlich unsere Kavallerie? Na, unsere... Oh, hey. Oh, Hermann. Keine Werbung nicht mehr, kann sein? Ja, okay. Ich meine, es hat das auch der. Ich meine, wo unsere Marine-Freunde sind eigentlich. Wir haben irgendwann keine Lust mehr. Der Flieger ist tot. Mhm, da war noch ein roter. Ja. Ja. So ein Bartet. Brute. Der wird von hinten beschossen. Brute. Zwei. Einer tot. Schakal. Hör da. Gut. Boah. Ich hab's drauf, Junge. ich brauch Muni. Hier noch? Hast du voll? Jetzt ja. Gut. Ja, dann besser als gar keine Waffe haben, habe ich gehört. Jetzt wäre halt gut, einen Sniper zu haben, glaube ich, für das, was kommt. Ich habe nur noch Karabiner. Oder ist es das, was ich denke, was es ist? Wahrscheinlich nicht. Okay, das ist nicht das, was ich denke. Das ist bestimmt bei Halo 3, was ich denke. Wo du in diesen Raum reinkommst und da ist ein Haufen, so ein riesengroßer Raum, wo du dann auch so über solche Kraftlifte gehen musst, aber die ganze Zeit irgendwelche Flugviecher sind. Genau, ne? Kommt mir erstmal nicht bekannt vor. Mach nochmal hier wieder rein. Wenn er den Sprung schaffen würde. Achso, hier sind weglaufende Grunts und aggressive Brutes. Gute Kombination, okay. Zwei aggressive Brutes sind irgendwo unterwegs. Karabiner nachladen in der Mitte. Also, das ist eh oben. Ja, erstmal noch, ja. Wie gesagt, sind irgendwo Brutes unterwegs? Sind die unter mir oder was? Keine Ahnung, ich sehe hier keine Brutes. Ach ja. Ne, zwei. Okay. Ich habe ins Knie geschossen, hat gereicht. Turbo-Karabiner? Ja. Nice. Ich glaube, die schießen ja gar nicht auf einen. Hm. Jetzt bin ich zwar runtergegangen, aber was soll's. Müsste trotzdem reichen. Sniper. Nice, ein Schwein. Kann ich nachladen, beziehungsweise ich gucke erstmal, was hier, ob hier irgendwas ist. Nehme ich mal die volle mit. Dankeschön. Auf geht's. Immer so das Gefühl, da kommt doch gleich einer raus. Ah, jetzt von da oben. Kommen welche, ja. Ich glaube, man kann gar keine Granate so weit werfen, oder? Nee. Oh, lol. Einer tot. Drei waren es, ne? Lauter. Rechts tot. Hat nicht mehr viel. Und er rollert runter. Oh, da hat auch was geleuchtet. Karabin. Sweet! Eine Stunde vier, sag ich nur. Mhm. Halte mich zurück. Wir sind noch nicht am Ende. Okay, rechts, bei dir geht's weiter. Jetzt sind wieder Sniper unterwegs. Einen habe ich gerade erwischt, einen Sniper.
Okay, ein. Ui, hat durch den Sack. Mhm. Und dann irgendein random Sniper von irgendwo. Okay, wenigstens hier. Okay. Kartusche ist tot. Jo. Gesehen. Eine Menge Boots rausgekommen. Getroffen, oder? Nein. Einer lebt noch, der ist ein bisschen Akku. Ich kann gerade nicht. Nee, nur so generell, der läuft irgendwo hin. Der kann nämlich für uns nicht hoch. Und dasselbe heißt, wenn wir runterspringen, kommen wir hoch. Der wird hier hinten lang kommen. Jetzt haben wir einen Sniper, nice. Ja. Was auch immer das für ein Grafikfehler war. Ich hab nochmal geschossen, falls das ist. Nee, der ist bei mir, also. Oder ich hab halt eine Halluzination, aber der ist bei mir einfach kurz weg gewesen. Ich glaube, das ist eher auf dem Spiel als Halluzination. Es könnte eventuell noch ein Sniper da stehen oder irgendwas. Schauen wir mal. Weil das machen sie halt gerne. Wahrscheinlich irgendwo hin nochmal ein Sniper, einfach so. Unsichtbarer. Franz 2. Das war's, genau, unsichtbarer. Sind immer für eine Überraschung gut hier. Ach ja, hier ist wieder dieser typische Fall, ich bin der größte Supersoldat der Welt. Ja, genau das. Des Universums, nicht der Welt. Und er wackelt noch ein bisschen. Halo 2 Physik ist wirklich sehr geil. Du solltest Boxer werden mit deinen Nehmerqualitäten, ne? Ui! Waba! Granate auch, oder? Nee. Unsichtbarer mit Plasma. Toter mit Plasma. Ging hier die Tür auf und es kam super krass Gegner raus? Möglich. Nachladepad. Oben. Rechts? Ja. In dir. Also. Ja. Ich war links und rechts nur am Ausweichen, bis ich gemerkt habe, was überhaupt hier los ist. Rechts, Grunts. Granate kommt vom Gegner. Mittig auch, Achtung. Oben rechts ist noch eine Elite. Den kriege ich bestimmt, wenn er noch da ist. Hero. Von links wurde ich beschossen. Granate. Mhm. Kartuschenflak? Nee. Oder? Das war doch die Granate einfach. Kartuschenflak? Okay, Gönnung. Willst du oder nicht? Nö. Alter. Was hast du uns. Ja, nee, nimm du für deinen Karabiner gleich. Ja, ich guck mal, vielleicht lassen die Karabiner liegen. Karabiner gibt's ja eigentlich. An jeder Ecke. Da ist noch eine Elite. Zwei Eliten bei mir. Rechts. Ja. Ja, das war. Das ist angeblisieren ist einfach. Das nervt. Wie meinst du das? Wenn du eine Millisekunde zu lange anvisieren drückst, dann geht er sofort wieder raus aus dem Zoom. Das ist echt anstrengend. Das wird sich auch nicht ändern. Ich hab zumindest den Eliten rechts jetzt diesmal schon. Moment, nein. Oh, ja. Toll. Kann es nicht nur von beiden sein, das ist aber schön. Nett von euch. Shit. Alter, beruhigt euch. Da ist unten eine Elite. Mutig.
Habt ihr auf jeden Fall mal einen neuen Haarschnitt verpasst. Ich hab's aber hier, das hat sie gekribbelt am Ohr. Das sind noch ein paar Eliten mehr, glaube ich. Bin mir unsicher. Ja, rechts Elite. Aber der ist auch Bock, wirklich. Weißt du hier, Fly like a butterfly oder so? Oder move like a butterfly, sting like a bee? Jawohl. Der war eher so die Biene. Whatever. Der war schnell. Kein Schild mehr. Granate vor dir. Oh, danke. Noch. Die Tür ist zum Glück zugegangen. Um. Er wirft sie trotzdem, ne? Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Jo, genau das. Ich bin nicht am Überlegen wegen der Kartusche geschlagen. Ja, nein. Soll ich die nehmen? Ich hab's jetzt gerade genommen. Also für Sniper. Ja, ist gut wie leer. Rechts, oder was? Ja. Elite? Okay, krieg ich. Zwei. Ach, warte, krieg ich. Wenn er sich nochmal zeigt. Ist irgendwie weggerannt. Weiß nicht, wo er Dach ist. Hab ihn. Irgendwas? Ne, das war die Leiche. Uff. Müsste alles tot sein. Ja, wie immer geht bestimmt gleich irgendwo die Tür auf, genau. Ja, klar. Ja, ist okay. Nur noch welche? Captain, mein Captain! Du forderst das aber auch raus, ey. Ich wüsste nicht, dass du dort warst. Okay, Dings ist alle jetzt. Ich hab nur noch mal was willst du tun? Was willst du tun? Zwei oder drei Schuss Sniper? Oh nein, das ist die Stelle. Ich weiß nicht. Hinter uns? Oh. Über uns? Flieger wahrscheinlich hier so. Passiv. Ja. Warte mal. Da warten wir mal kurz ab. Bitte? Schön synchron gestorben da. Ja, aber woran? Na, von den Fliegern noch. Ja, aber die haben Tesla-Pistole. Und denn die Geschütze sind noch nicht besetzt. Blutgewehr hier im. Oh ja. Warte mal, krieg ich die Geschütze von hier? Ich weiß nicht. Geht schon. Nee, ist es kaputt? Jo. Kartusche. Granate. Noch Flugvieh? Erstmal die Lampe angemacht. Ich sehe nichts hier! Ja, ist das eine Elite? War eine Elite. Ein Flugvieh ist da, glaube ich, noch. Mhm. Okay, das Sniper ist jetzt alle, da kann ich das wieder nehmen. Hello? Oh Gott. Ach, zwei. Gut dran. Gut, dass du das hast. Schön! Manchmal muss es eben der Brechhammer, also die Brechstämme sein. Aber ich glaube, wir kommen langsam Richtung Ende. Ja! Schön wär's. Ich habe keine Lust mehr. Na, warum ist hier nicht die gute Musik angegangen? Normalerweise geht hier Breaking Benjamin an. Ja, Captain, mein Captain. Ist auch im Hintergrund. Vielleicht die Musik kam jetzt einfach nur zu leise. Oder die haben es wegen Copyright oder irgendwelche abgelaufenen. Das ist nicht Breaking Benjamin. Original in Halo 2 machst du da die Tür auf und am Anfang kommt zwei Jäger hinten. Direkt hier links um die Ecke stand noch ein Elite. Ach, cool. Okay, ich habe mich schon gewundert. Dann machst du so die Tür auf und dann geht's richtig geil mit Breaking Benjamin Gitarrensolo los. So. Vielleicht höre ich es jetzt kurz einfach nicht, weil wir das Spiel relativ leise haben, dass wir keine Kopplung haben. Das war so ein sehr ikonischer Moment. Uff. Lebt noch. Ja. Das ist eine Elite mit Flak.
natürlich. Okay, okay. Weißt du, wenn man rückwärts geht und über einen Stein fliegt, ist das doch aus, oder? Ah, gut, und du? Da schießt dich auf meine Seite und mein Fuß, ist auch okay. Was ist das, was sich bewegt? Mein Fuß. Noch ein Kartuschenflak-Typ und einen Elite rechts noch, mindestens, vielleicht noch zwei Eliten. Ja. Den hast du quasi fast. Das kann umgekippt, warum auch. Lebt immer noch? Ja. Aber das ist ein bisschen Kartuschenflak für die Jäger. Dann kommen auch nochmal Brutes von links, also das ist. Wie gesagt, man kann auch einfach abwarten, aber das macht nicht so viel Spaß. Ja, dann ist halt auch die Frage. Ja, kommen wir manchmal erst Wellen nach, wenn eine Gruppe wirklich gestorben ist, weißt du? Aber du bist da auch mittendrin, ne? Ein Kartuschenflak-Typ lebt noch, leider. Nicht mehr. Okay, hinten, jetzt kommt die Hand dann, wahrscheinlich auch links gleich. Nochmal Brutes. Ja, Brutes sind neue da. Ja, ist okay. Ich verlichte das einfach. Nur noch. Ich weiß nicht, warum ich es gibt. Ich habe bei dir geguckt. Das war vielleicht nicht so schlau. Geht so. Warte, ihr geht doch immer vorwärts, ne? Oh, was? Die Jäger kommen schon. Echt? Okay, weil die Eliten gestorben sind. Ja. Ja, die machen die auf jeden Fall gut kaputt. Jetzt müsste der schon mal die Blutverstärkung kommen. Ja. Ja. Lass. Schön. Also. Brutes jetzt. Zwei oder drei. Hinten rechts ist Akku, es ist dementsprechend der letzte. Toad. Und Räuber. Eine Stelle mit 4 oder 5 Eliten kommen noch auf einer Brücke und dann ist Mission vorbei. Nach nur eine Stunde 20 Minuten. Yippie-yay, meine Waffe. Komm schon. Letzte Stelle. Lebt, ne? Ist ein Weiser. Ja, die Tür geht halt einfach zu. Weil, warum auch nicht? Achso, du warst nochmal zurückgegangen. Okay. Unsichtbar auch noch. Die dürften hintereinander sterben. Du weißt, was dann passiert. Nachladen, kurz beruhigen. Okay. Wow, ein mega Goldner. So einen habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist denn der? Alter. Gut, ja, Mission zu Ende. Das war ja einfach. Schon mal auf das Notsignal. Ich möchte abgeholt werden. Gut, Freunde, nach dieser total einfachen Mission, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Hoffnung der gesamten Allianz ruht auf Ihren Schultern, Häuptling. Mein Glaube ist stark. Ich werde nicht versagen. Zwecklos.
Die große Reise wartet auf niemanden, Bruder. Nicht mal auf dich.